Hallo, da bin ich wieder. Nach intensiver Auseinandersetzung mit dem Gebiet des Gotteskoks sind Sie nun auf dem Parkplatz des Nolde-Museums in Sebel angelangt. Emil Nolde war einer der führenden Expressionisten in Deutschland. Er wird am 7. August 1886 als Hans Emil Hansen in Nolde geboren. Sein Geburtsort ist heute ein Ortsteil der dänischen Kirchspielgemeinde Burkal, die nördlich des heutigen Grenzübergangs Neupeppersmark liegt. In der Zeit von 1867 bis 1920 gehörte Nordschleswig zu Deutschland. 1902 heiratete er die 1879 geborene dänische Schauspielerin Ada Wilstrup und nannte sich fortan nach seinem Geburtsort Nolde. Im Jahre 1926 kaufte er die Warft Sebel im Gotteskog und baute dort nach eigenen Entwürfen ein Wohn- und Atelierhaus und legte einen Blumengarten an. Obwohl Nolde nach heute vorliegenden Erkenntnissen Rassist, Antisemit und überzeugter Anhänger des Nationalsozialismus war, wurde er von den Nazis als entarteter Künstler verfemt. Wenn Sie sich mit der Vita des Künstlers und seinen Werken intensiver auseinandersetzen wollen, sei zunächst auf die Website des Nolde-Museums verwiesen. Gönnen Sie sich nun zur Entspannung einen Besuch der Ausstellung und in Abhängigkeit von der Jahreszeit einen Besuch des Gartens. Viel Spaß dabei! Wir hören wieder voneinander.